Das ist einfach genial. Granatapfel, grüner Tee und Aronia-Beeren können Viren ganz schnell abtöten. Auch Coronaviren, denn sie wirken antiviral. Das gibt Hoffnung im Kampf gegen Corona und Co. Und wie genau das geht, darüber sprechen wir jetzt bei Wertvoll. Ja, und ich freue mich sehr, ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Bernhard Mühlecke, Arzt und Wissenschaftler. Sie haben selber viele Jahre pharmazeutisch geforscht, aber auch Fachbücher geschrieben. Was genau machen die Aronia und Co.? Ja, die enthalten eine Gruppe von Stoffen und das sind die sogenannten Gerbstoffe, die wir sonst vielleicht eher von einem sehr trockenen Rotwein her kennen. Und es sind aber doch spezielle Gerbstoffe und die wurden auf Initiative eines privaten Pharmazeuten untersucht im Labor, ob sie bestimmte Viren, darunter auch die SARS-2-Viren, hemmen können. Und zu der Überraschung aller stellte sich dann heraus, dass ausgerechnet zumal die Aronia ganz vorne dran in ihren virenhemmenden Eigenschaften ist. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also man braucht gar nicht so viel Angst zu haben, sondern müsste einfach diese Aronia-Beeren zum Beispiel als Beeren kauen. Oder es gibt ja auch Saft, insbesondere dann wahrscheinlich der Originalsaft. Den muss man trinken oder wie geht man am besten damit? Genau, also wichtig ist auch nochmal zu betonen, diese Gerbstoffwirkung, die kommt wirklich lokal zustande. Also an den Stellen, wo ich mit dem Saft auch hinkomme und wo ich sozusagen durch Spülen im Mund, Gurgeln im Mund und Runterschlucken im Mund alle Viren, auch die Bösen, erwischen würde, die da im Mund gerade versuchen anzudocken und sich zu vermehren oder im Rachenbereich, Kehlkopfbereich oder auch unten im Magen-Darm-Trakt. Und diese Gerbstoffe, das kann man auch direkt inzwischen heute auch simulieren und erklären, sind eben Verbindungen, die ja die Eiweißstrukturen ausfällen an der Oberfläche. Deswegen macht man ja da die auch für die Lederherstellung aus Haut. Und so ähnlich wie bei der Lederherstellung die Haut angegerbt wird, so wird auch unsere Schleimhaut an den empfindlichsten Stellen angegerbt und verändert. Und darunter werden auch die Rezeptoren, zum Beispiel die berühmten ACE-Rezeptoren, wo insbesondere der böse Virus auch gerne anzudocken pflegt, etwas verändert. Aber der Virus selber, der hat ja auch so wie so ein Igel, so eine Art Stachelausstülpungen. Und diese Stülpung, die gilt es sozusagen, die sind sehr empfindlich auch zu beschädigen. Wie so ein Igel, dem man die Stacheln abrasiert hat, kann der gar nichts mehr machen, der ist hinüber. Also um es nochmal ganz konkret zu machen, wir haben ja jetzt seit über einem Jahr diese Corona-Situation. Es gibt unglaublich viel Angst, auch sehr viele Verbote. Aber wenn man jetzt beispielsweise draußen war, was weiß ich, einkaufen oder aber in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann würde man nach Hause gehen und hätte da also diesen Aronia-Saft stehen, am besten in einer guten Qualität und eben tatsächlich Original-Aronia-Saft und würde dann damit spülen, den Mund ausspülen. Man würde gurgeln. Und wie lange ungefähr? Runterschlucken. Man versucht den möglichst lange natürlich im Mund zu halten. Je länger, desto besser. Aber realistisch ist so etwa eine Minute. Ja, eine Minute ist schon ganz schön. Ja, die wird einem dann schon lang. Also viel länger wird man es nicht schaffen. Ja. Und aber man kann auch immer wieder kleine Mengen sozusagen nehmen und damit nur den Mund benetzen. Und sozusagen so eine Restkonzentration im Mund für eine längere Zeit aufrechterhalten. Wobei das reicht denn schon, um die dort vorhanden im Mund, im Speichel rumschwimmenden Viren, um die zu schädigen. Das reicht schon, dieser kurze Moment, also diese halbe Minute, Minute Kontaktzeit im Mund, so ähnlich wie bei so einer Desinfektionslösung. Ja, und dann werden sozusagen diese bösen Viren, sage ich jetzt mal, unschädlich gemacht. Und die Schleimhaut etwas unempfindlicher. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dass das Ganze nicht unbedingt jedem schmeckt. Also dass dieses, was Sie sagen, Gerbstoffe, das
schmeckt man auch im Mund? Das also zieht einem genau. den Mund schon sehr zusammen. Da werden die Zähne, ich sage immer kurz. Also das ist schon ein ganz eigenartiges Gefühl und das hat auch einen gewissen Hafteffekt. Aber dieser Hafteffekt zeigt ja auch, dass es dann noch eine Zeit lang nachwirkt. Also es ist nicht unbedingt lecker. Man müsste gegebenenfalls so eine Mischung nehmen, dass das mit anderen ja. Obstsorten gemischt ist oder vielleicht irgendwie Honig reinmachen oder so. Oder man ja, muss einfach da durch. Da muss man eigentlich durch, sage ich jetzt mal, wenn man einen vollen Schutz haben möchte. Oder es gibt eben auch ein Aronia-Saft mit Granatapfel gemischt und der ist besser. Schon bedeutend milder. Aber ich empfehle eigentlich allen, die sich sozusagen zusätzlich zur Maske und allem schützen wollen, dass sie einfach erstmal mit Aronia-Originalsaft pur, unverdünnt, dieses probieren. Mhm. Nach einer Weile, wie gesagt, lässt ja dieses Gefühl auch nach und man hat dann sozusagen einmal den Rachen- und Mundraum ausgeputzt von Erregern. Genau, das ist so ein bisschen so ein Taubheitsgefühl auch. Ja, ne? Ganz leicht. Und würde das mit den Beeren auch funktionieren? Weil die Beeren, finde ich, schmecken so ein bisschen besser. Die sind so ein bisschen nussig. Ne? Die Beeren, die sind sozusagen wie Rosinen, sehen sie ja aus etwa. Mhm. Und man kaut sie auch in ähnlicher Konsistenz. Aber sie schmecken eben auch mit diesem Gerbstoff-Nachgeschmack. Und das würde genauso funktionieren. Mhm. Und dann, wenn wir das geschluckt haben, geht das ja so die Speiseröhre runter und kommt dann im Magen-Darm an. Und da habe ich von Ihnen gelernt, entfaltet es nochmal eine ganz tolle Wirkung. Ja, das ist insofern wichtig, weil viele Leute denken ja, der Covid-verursachende Virus, der sei so ähnlich wie normale Grippeviren. Und man bekommt dann hier erst in der Nase und im Mund was und dann geht es auf den Hals und dann geht es auf die Bronchien und dann geht es auf die Lunge. Das ist aber ja, nachdem wir jetzt ein Jahr das beobachten konnten, in der Regel eben doch gar nicht so der Fall, sondern der bleibt zunächst mal doch relativ lokal im Mund oder auch Nasenrachenraum und vermehrt sich da erstmal. Und der kann aber dann, wenn er sich das erste Mal richtig vermehrt hat, dann auch runtergeschluckt werden und insbesondere bei den Leuten, wo die Verdauung nicht richtig läuft, die zu wenig Magensäure haben, weil sie vielleicht auch einen Säureblocker einnehmen, die haben dann das Problem, dass der Virus nicht verdaut wird vom Magensaft, vom Magen her und dass der sozusagen ganz ungehindert im Darm ankommt und im Darm gibt es am meisten ACE-Rezeptoren, sprich da kommen dann massenhaft, wenn vorhanden, die Viren auch rein und das gibt auch meines Erachtens nach die wirklich schweren Verläufe sehr oft. Also eine Infektion, runtergeschluckter, vermehrter Virus, ordentliche Virusload, sagt man ja da, sprich paar Millionen gleich runter und durch den Darm in den Körper und die können dann rückwärts übers Blut in die Lunge kommen und in die Milz und in den Magen und ins Gehirn und überall dann. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Insbesondere dann, wenn man viel Magensäure hat beziehungsweise solche Blocker nimmt, dann ist man eigentlich besonders gefährdet, wenn schon so eine Viruslast im Mund-Rachenraum ist, dass das dann noch nach unten geht und sich also nochmal richtig entfaltet und dann hat man eher schwere Verläufe. Ja. Ja. Und wenn man jetzt aber tatsächlich, wie Sie das vorschlagen, mit Aronia gurgeln würde. Und schlucken, dann hieße das auch, unten wird geputzt. Wenn wir größere Mengen dann auch schlucken, dann ist sozusagen auch im Darm ein gewisser Schutz vor dem Virus gegeben. Auch wieder, weil die Darmoberfläche vielleicht leicht verändert wird und eben der Virus, der empfindliche mit seinem Spike-Protein, mit seinen Stacheln sozusagen beschädigt wird. Und das ist jetzt auch nicht nur irgend so eine Mutmaßung, sondern es wurde untersucht im Labor, ist es nachgewiesen? Also die Laboruntersuchung ist unter sehr realistischen Bedingungen gemacht. Ich bin sonst übrigens immer sehr großer Kritiker von Labor- und Tierversuchen, auch gerade bei den Heilpflanzen, weil ich dann immer sage, ja, die Ratte, die hat doch keine Schlafstörung und keine Depression, was wollen wir mit einer Ratte da testen? Ja. Aber hier in diesem Fall ist es eben wirklich sehr sorgfältig gemacht werden, dass sozusagen auf entsprechende Zellen, lebendige Säugetierzellen, dann Virus raufgegeben wurde und dann auch nur für kurze Zeit, auch nur etwa für eine Minute und so, geguckt wurde, ob wenn ich dann Aroniasaft oder die anderen dazugebe, ob sich denn der Virus, wenn ich ihn wieder raushole,
von Aaron ja wieder befreie, ob der denn noch lebt oder nicht. Ja, lebt. Und das ist ein Versuch, der ist doch einigermaßen übertragbar auf die Situation im Menschen. Wie gesagt, ich beziehe mich aber dabei nur auf die lokale Wirkung gegen die Viren, die sozusagen frei im Mundraum schwimmen. Mhm. Wenn der Virus es doch vorher schon geschafft hätte und der wäre jetzt schon in der Zelle drin, da kommt der Gerbstoff so nicht unverändert rein. Da ist die Zellmembran außenrum verhindert es. Und deswegen ist eben doch die Anwendungsempfehlung möglichst immer gleich nach einem möglichen Kontakt, nach einem Risiko. Und deswegen vielleicht lieber auch eine kleine Flasche abgefüllt, eine kleinere Menge immer dabei zu haben. Also die Schnapsflasche, ja, für die Jackentasche so ungefähr. Und lila, schön lila, die dunkelschwarze, dunkelrote Farbe. Zum Beispiel des Aronia-Saftes dann. Und andererseits aber auch für den Fall, dass eben der Virus trotz alledem sich angesiedelt hat und der dann irgendwann wieder rauskommt beim Absterben der infizierten Zelle, massenhaft vermehrt, dass man dann noch sagt, ich halte die Zeit, wo der sich ungehindert vermehren kann, nämlich die Nachtruhe, möglichst kurz. Sprich, ich nehme abends vorm Einschlafen, nach dem Zähneputzen natürlich, nochmal eine Portion und früh morgens dann nach Zähneputzen und Frühstück dann auch schon wieder die erste Portion, so dass ich also keine Zeit habe, die länger ist als so die Schlafdauer 8 Stunden oder so, in der sich der Virus sozusagen ungehindert vermehren könnte. Das heißt, man kann eigentlich selber schon sehr, sehr viel tun. Ja, man kann etwas tun. Zusätzlich natürlich zu allen anderen Maßnahmen ist es durchaus zu verstehen. Und wir hoffen ja auch darauf, dass irgendwann die Impfung greift und das Problem dann gelöst ist. Aber für uns war es doch erstaunlich und schön zu sehen, dass so eine harmlose Pflanze, die in dem Fall beim Aronia sogar nur ein Lebensmittel ist, die ist ja nicht mal irgendwie Arzneipflanze oder so, sondern wirklich wie Apfelsaft zu kaufen und auch nur ein bisschen teurer als Apfelsaft. Und dass man damit solche tolle Erfolge hat, das ist schon erstaunlich und erfreulich. Und da wundern wir uns sogar und sind auch ein bisschen enttäuscht. Auch Kollegen von mir, die sagen, warum wird das eigentlich nicht wahrgenommen? Warum wird da nicht weiter geforscht? Genau. Warum forschen nicht weitere Virologen, um die Untersuchungen nochmal zu ergänzen? Könnte ja übrigens sein, dass andere Lebensmittel auch noch so gut wirken und vielleicht weniger schlimm schmecken oder so. Könnte ja alles sein, bloß da wird zurzeit leider, soweit ich das mitkriege, fast nichts gemacht. Und woran liegt das? Ja, ich fürchte, in Deutschland liegt es daran, dass man eben doch sehr einseitig von der Regierung vorgesehene Maßnahmen ins Zentrum Berichterstattung und Pläne nimmt und alles andere beiseite lässt. In anderen Ländern, ich habe gerade aus Thailand verfolgt, da werden einheimische Pflanzen empfohlen, wobei man auch da natürlich in Thailand zum Beispiel gerade das Problem hat, da wird eine Pflanze empfohlen, die man gar nicht getestet hat, nur nicht immer in vitro und von der man eigentlich nur aufgrund der Tradition weiß, die ist ganz nett bei einer Erkältung. Und da muss ich sagen, da geht's mir eigentlich zu weit, wenn man nur jetzt jedes Erkältungsmittel, was irgendein mal bei einer normalen grippalen Effekt und nicht mal eine Virusgrippe geholfen hätte, das reicht mir noch nicht. Also ich finde ein bisschen mehr Evidenz, dass es nun auch wirklich dieses spezifische und böse und bösartige Virus trifft, das sollte schon vorhanden sein. Und natürlich wäre es dann aber auch im nächsten Schritt wünschenswert und nötig, dass man das durch epidemiologische Daten am Menschen natürlich belegt oder auch bestimmte Modelle am Menschen nochmal macht oder eben auch sogar vielleicht Studien, ob Aronia-Saft-Anwender seltener erkranken oder seltener schwere Verläufe haben als andere. Also es wäre theoretisch möglich. Ja, ja, ja. Aber gut, da braucht man wieder Vorbereitung und Zeit und Geld und ja, derzeit läuft da nichts. Ja, aber ich meine, wenn man in so einer Situation ist wie wir seit über einem Jahr, da müsste man ja eigentlich denken, jedes Mittel ist sozusagen recht, was irgendwie helfen kann. Wie ist es denn im Vergleich? Ich hatte das ja anfänglich gesagt, auch Granatapfel hat diese antivirale Wirkung, auch grüner Tee. Können Sie es irgendwie einschätzen, was wirkt wie? Wie
intensiv? Also in dieser ersten, und ich darf es nochmal wiederholen, es ist eine privat finanzierte In-vitro-Studie, die an eins der wenigen in Deutschland für das Handling mit diesem bösen Virus überhaupt zugelassenen Labors ging. Mhm. Und dort wurde gezeigt, Aronia ist am stärksten vom Trend her. Gegen diesen Virus, gegen andere Viren ist die Reihenfolge eventuell anders. Okay. Bei anderen Viren ist zum Beispiel Holundersaft unser altbekanntes Lieblingsmittelchen, wo wir sonst auch immer nur gedacht haben, das sind nur die Vitamine. Aber nein, der ist gegen bestimmte Viren, ist der Holundersaft auch ganz nett, aber nicht gegen unseren Covid-verursachenden Virus. Mhm. Und Granatapfel und schwarzer oder grüner Tee ist auch recht gut. Und zum grünen Tee muss man sagen, da ist in anderen Ländern sehr viel geforscht worden und da weiß man zum Beispiel auch, dass zum Beispiel durch die Anwendung von grünem Tee-Extrakt relativ hoch dosiert, noch übler schmeckend meines Geschmackes. Umso übler, umso besser. Hat man irgendwie sogar zeigen können, dass Leute, die sozusagen einen positiven Test haben und die wenden ein paar Mal grünen Tee-Extrakt an und dann ist der Test nicht mehr positiv. Also Viren dann praktisch nicht mehr nachweisbar. Weil der Virus, der lebendige Virus nicht mehr nachweisbar ist. Ja. Also da gibt es sogar etwas mehr Evidenz, wie man so schön sagt, mehr Material aus Japan und China natürlich am meisten. Mhm. Und trotzdem bleibe ich dabei, also auch weil ich beim grünen Tee in den hohen Dosierungen ein bisschen fürchte, dass die Leute alle Schlafstörungen bekämen. Ja, ja. Die stehen ja im Bett sozusagen. Wäre mir der Aronia-Saft, der diesbezüglich nichts macht, wäre mir der eigentlich am liebsten. Also den kann man sozusagen dann auch nachmittags und abends noch gut nehmen, genau, weil er eben nicht wach hält. Genau, aber wenn Sie das auch abwechseln wollen, weil Sie sagen, könnte ich den ganzen Tag Aronia nehmen, dann spricht nichts dagegen, morgens zum Wachwerden mal ein paar starke Tassen grüner Tee oder schwarzer Tee ordentlich ziehen gelassen, mit ein bisschen Vitamin C versetzt, anzurühren und den zu nehmen und dann später auf Aronia erst zu wechseln. Ist durchaus möglich. Ist alles erlaubt, was eben einen zusätzlichen Schutz bringen kann. Ja, ja. Nun beschäftigen Sie sich ja schon ganz, ganz viele Jahrzehnte mit der Kraft der Heilpflanzen. Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, also Aronia hat ja auch noch andere positive Effekte, wenn man Herz-Kreislauf-Probleme hat oder wenn man Diabetes hat. Ja. Also man kann das sozusagen auch für ganz viele andere Sachen noch anwenden. Wie erleben Sie das denn? Ist denn die Bereitschaft von uns Menschen da und ausgeprägt, selber etwas für sich zu tun? Also zu sagen, ich warte nicht erst, bis ich richtig krank bin, sondern ich beuge vor mit solchen Naturheilmitteln? Oder ist das eher nach dem Motto, der Arzt muss es machen? Nein, also wenn man Umfragen wörtlich nimmt, wo nach Naturheilmitteln und Naturheilmethoden gefragt wird, dann ist völlig klar, dass 70, 80, an die 90% der Bevölkerung wollen bei zumindest leichteren Erkrankungen primär erst einmal mit milden Naturheilmitteln anzufangen, bei denen man auch keine Angst vor schweren Nebenwirkungen haben muss. Das ist ja immer auch die Angst vor manchen chemischen, starken, neuen Mitteln, die dann vielleicht doch plötzlich nach wenigen Jahren wieder zurückgezogen werden, weil sie dann doch seltene, aber zum Teil sehr schwere oder auch gar tödliche Nebenwirkungen hätten. Und dies befürchtet man bei Pflanzen nicht so sehr, weil man ja da auch zum Teil auf Jahrhunderte und Jahrtausende lange Erfahrung schon replizieren kann. Und insofern ist, sagen wir mal, der Wunsch der Bevölkerung ziemlich eindeutig. Wobei ich aber als Arzt in der Praxis sehe ich natürlich zu mir, Naturheilkundler kommen natürlich genau die Patienten, die mich brauchen und umgekehrt. Ich sehe aber auch sonst bei mir etwas ferner im Bekanntenkreis oder so, dass doch letztendlich sehr viele so zum ganz normalen Schulmediziner gehen, auch wegen kleineren Wehwehchen und die lassen sich Mittel geben und reinspritzen ins Knie, wenn es Knie zuckt oder an der Wirbelsäule operieren und so, also gleich mit Hochleistungsmedizin, wo wir dann immer sagen, meine Güte, ihr geht da aber ran. Ja.
Und was man ja eben nicht unterschätzen darf, ist, dass wir zwar wunderbare technologische Möglichkeiten haben in der Medizin, also der medizinische Fortschritt ist gigantisch, aber es hat eben auch Nebenwirkungen. Also auf die Heilkräfte des Körpers zu setzen, zumindest erstmal, hat eben auch was, weil man sich dann sozusagen selber helfen kann, ohne Manipulationen. Genau, wir sagen ja immer, dass man nicht gleich mit Kanonen nach Spatzen schießen muss. Und wenn man nur jetzt mal irgendwie einen Magendrücken hat oder so, meine ich da, oder ein bisschen Sodbrenne, meine ich nicht, dass man gleich den Säureblocker, den Protonenpumpeninhibitor, um es mal ganz genau zu sagen, nehmen muss, weil der legt die Säure so runter und so auf Null, dass jedes Bakterium und jedes Virus durchflutscht ungehindert und übrigens eine ganze Reihe weiterer übler Nebenwirkungen dann der Fall sind, weil das Eiweiß bleibt unverdaut, unverdautes Eiweiß weiter unten macht das Immunsystem, versetzt es in unnötige Aufregung. Also unsere ganzen Allergien oder so kommen zum Teil auch meines Erachtens dadurch, dass 30-40% unserer Bevölkerung einigermaßen regelmäßig oder sogar sehr regelmäßig Tag für Tag einen Protonenpumpenhemmer einnehmen. Hm. Und es ist aber auch offenbar nicht bekannt, auch unter Ärzten und Pharmazeuten, dass auch zum Beispiel Vitamin C nicht resorbiert wird, Eisen und Kalzium nicht resorbiert wird. Wir brauchen diese Säure. Die Natur hat uns einen Magen mit Magensäure gegeben. Und wenn die Säure plötzlich unterdrückt wird, das funktioniert nicht. Da kann es auch sogar zu schweren Elektrolyt oder Verschiebung von Säure-Basen-Haushalt im gesamten Körper kommen. Also das ist selten, zwar nur und fast nicht bekannt, aber allein diese Dinge, dass die Bakterien verschoben werden, wenn ich Säureblocker ständig nehme, das ist bekannt und sollte einem zu denken geben. Ja, ich höre aus Ihren Worten raus, und das wäre für mich auch nochmal für den Schlussteil unseres Gesprächs interessant, dass die Natur sich schon was dabei gedacht hat, dass es Bakterien und Viren gibt und dass wir durchaus in der Lage sind, normalerweise mit unserem Immunsystem damit in einer guten Balance zu sein. Was ist denn gekippt, dass wir jetzt diesen Covid-Virus haben, der so bedrohlich ist? Naja, da gibt es viele, viele Ursachen. Man muss natürlich sagen, Epidemien oder Pandemien gab es auch schon immer. Denken wir im Mittelalter, Cholera und Pest und anderes. Sowas wird einfach in der Menschheit über die Handelswege auch verbreitet. Und es gibt eben sehr ansteckende Erkrankungen. Ob das die Poliomyelitis, die Kinderlähmung ist, die man natürlich dank Impfung dann glücklicherweise hat ausrotten können. Aber es ist natürlich heute unter dem Druck einer noch größeren Globalisierung und noch mehr Fernflüge und noch mehr Austausch und noch mehr auch diese Verbindung zwischen Tier und Mensch mit allen möglichen Tierarten, wodurch denn auch neue schädliche Grippen und Hühnergrippen und sowas dann auch kommt. Das ist schon auch dabei zu beachten. Aber letztendlich muss man sagen, so eine Epidemie oder Pandemie, wie sie jetzt gerade ist, die hat es vielleicht immer schon geben können und immer schon gegeben. Und es ist, finde ich, auch blöd, wenn man sich da jetzt so hinstellt. Früher hätten die Pfarrer gesagt, hättet ihr mir gebetet und sei wäre frommer gewesen. Ja, und jetzt sozusagen wärt ihr alle gute Buben und würdet die Umwelt und die Tiere und weniger reisen und so, dann wäre alles gut. Das stimmt so auch nicht, glaube ich. Weil? Ja, weil, wie gesagt, wir haben ja auch jahrelang und jahrzehntelang kein so ein Virusproblem gehabt. Das kam halt jetzt auch mal. Und ich hoffe doch und gehe davon aus, dass man auch diese Pandemie auch in den Griff bekommen wird mit Impfungen und allem zusammen. Aber bis wir die Impfung auch für jeden verfügbar haben oder so, sollte eben jeder für sich selber auch schauen, dass er eben möglichst geringes Risiko hat, überhaupt zu erkranken und möglichst geringes Risiko, die
die Infektion weiterzugeben. Das ist übrigens auch ein Aspekt. Mhm. Wahrscheinlich ist es eben so, wenn ich vorher meinen Mund spüle vor einem Treffen mit anderen Leuten, mit einem anderen Haushalt, dass ich dann eben eine geringe Wahrscheinlichkeit habe, dass ich vielleicht unerkannt an Covid schon Leidensspreader bin. Und diese Dinge zusätzlich zur Maske, Hände waschen und so weiter, sollte man, finde ich, doch berücksichtigen. Und natürlich der Gesundheitsminister hat ja auch gesagt, Gurgeln mit Desinfektionslösung und so ist gut, aber das sind halt chemische Substanzen, die kann man nicht schlucken. Und diese Zweitwirkung unten im Magen-Darm, die ist mir schon sehr wichtig. Wohl wissend, wie gesagt, dass wir hohe Anteile von Menschen haben, die wegen Säureblockern oder anderem keine richtige Abwehr im Magen-Darm haben. Aber Zweitwirkung meinten Sie jetzt, dass wenn man praktisch dieses Paket aus dem Mund mit möglicherweise Coronaviren schluckt, dann das Immunsystem nochmal richtig schön aktiviert wird, sich dagegen aufzustellen? Naja, für das Immunsystem ist es sicher gut, weil das Immunsystem ist ja entlang des Darmes vor allen Dingen auch angesiedelt. Wenn toter Virus oder zerstückelter Virus unten ankommt, dann können die da die Abdrücke nehmen noch. Mhm. Aber wenn da massenhaft lebendiger Virus runterkommt, dann ist eben die Gefahr eines massenhaften Eindringens in den Körper und des schweren Verlaufs. Mhm. Das hat man übrigens gesehen, dass Patienten auf Intensivstationen häufiger Säureblocker nehmen und hat das rückwärts dann auch rechnen können und hat sagen können, dass man hat ja sonst immer gesagt, nur die Alten und die Übergewichtigen sind's. Es ist aber natürlich so, die Alten und die Übergewichtigen nehmen eher noch deswegen auch ein Säureblocker, weil nachts im Liegen drückt der große, schwere Ranzen, würde man in Süddeutschland sagen, der Bauch, und führt zum Rückfluss, zum Reflux. Und diese Leute nehmen dann auch eben häufig den Säureblocker, weil dieser Rückfluss ja was Unangenehmes ist. Da gibt's aber auch andere naturheilkundliche Maßnahmen, natürlich diätetische Regeln und abends vielleicht kein Alkohol und, um so einen Reflux zu verhindern. Und da gibt es auch Naturheilmittel wie Heilerde oder weitere Heilpflanzen, mit denen man gegen Reflux und säurebedingte Magen-Darm-Beschwerden etwas tun kann. Okay, Informationen zu allen Sachen, die wir hier besprechen, geben wir ja in den Informationsteil unter der Sendung. Also wer da gerne noch weiterlesen möchte oder sich informieren möchte oder mit Ihnen in Kontakt treten möchte, der kriegt diese Informationen vielleicht nochmal zum besseren Verständnis. Es heißt ja jetzt auch immer, jetzt müssen wir uns vor diesen ganzen Mutanten fürchten. Ja. Und wenn der Coronavirus dann irgendwann mal mit seinen ganzen Mutanten vorbei ist, kommen vielleicht die nächsten. Wie schätzen Sie das ein? Da bin ich kein Experte und wage da keine Aussage, aber ja gut, Mutanten gibt es die ersten. Und da ist jetzt nur die Frage, kann auch so ein banales Mittel wie Aronia-Saft oder grüner Tee auch diese Mutanten stören? Und da durch auch wiederum die Wirkung einerseits auf die Schleimhaut und auf die ACE-Rezeptoren, sozusagen, das ist das Schloss. Und auf der anderen Seite der Schlüssel, der Virus, dem die Stacheln abrasiert werden, haben wir sozusagen Schloss und Schlüssel kaputt gemacht. Und insofern nützt es mir gar nichts jetzt, wenn der Virus mit einem neuen Schlüssel kommt, mit noch einem besseren, der kommt ja in das Schloss auch nicht rein und wird auch im Übrigen wieder seinen Schlüssel abrasiert, kaputt gemacht. Okay. Insofern Schloss und Schlüssel wird beides eventuell doch zerstört, sieht so aus. Und insofern sind wir mit den meisten Mutanten relativ sicher, dass die auch genauso wie in diesem ersten In-vitro-Test die Viren empfindlich sind. Wenn jetzt natürlich ein völlig anderer Virus kommt, in völlig andere Struktur, der nicht mehr aussieht wie ein Igel, sondern wie was weiß ich, oder gar keine Hülle hat, der kein Schloss mehr braucht, dann kann ich natürlich nicht sagen, dann muss ich natürlich eventuell nach ganz anderen Mitteln wieder suchen. Ja. Ansonsten wollte ich noch sagen, wir werden auf eigene private Initiative einen Test
doch starten mit meinem Start-up. Mhm. Die Firma heißt Clinical Evidence Evaluations UG. Und dort könnte man in wenigen Tagen beginnen, sich als Testperson registrieren. Mhm. Mhm. Und wenn man bereit ist, dann auch Aronia-Saft zu nehmen, kriegt man die ersten Wochen, muss man den kaufen. Und dann später kriegt man den aber auch zur Belohnung, dass man immer täglich Fragen beantwortet hat, kriegt man dann auch größere Menge umsonst und hat dann sozusagen eine Gesamtlaufzeit von gut 2 Monaten, wo unter der Einnahme von Aronia nochmal abgefragt wird, wie ist das praktikabel, wie kann man das umsetzen, hat man irgendwelche Nebenwirkungen und traten irgendwelche Infekte auf. Okay, also wer Interesse daran hat, der kann sich dann also auch nochmal an Sie wenden, beziehungsweise geben wir diese Informationen in den Informationen zur Sendung nochmal weiter. Ich finde das ganz, ganz toll, dass es Hoffnung gibt, dass man diesem Virus nicht völlig ohnmächtig ausgeliefert ist, sondern dass man was tun kann für sich und seine Gesundheit. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Uehlicke. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Sendung wieder dabei sind. Gerne auch Rückmeldungen und Kommentare.